Der Wunsch, sein Leben zu beenden, ist eigentlich der Wunsch, sein getrenntes Bewusstsein zu transformieren. Und dort findet eine Ebenenverwechslung statt. Es möchte sterben und es projiziert dieses Sterben möchten auf den physischen Körper. Nur auf der physischen Ebene gibt es dort keinen Ausweg, weil das, wenn das Gehirn. Dann sage ich mal wieder, hallo und herzlich willkommen da draußen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Free Spirit Podcast. Heute wieder mit meinem lieben Freund, Weggefährten, Begleiter, Robin Kaiser. Wir wollen über das Thema deinen Seelenplan, deinen Seelenweg wiederfinden oder wieder zum Fließen bringen, sprechen. Ja, Robin hat auch schon eine lange Reise hinter sich, ja, durch die Inkarnation. Und ja, ich freue mich, dass er heute da ist und wir heute darüber sprechen können. Hallo, Robin, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, etwas zum Fließen zu bringen mit dir. Ja, ich habe mir gedacht, die Vorstellung, wer ist Robin Kaiser im weltlichen Leben, die sparen wir uns, weil du die in so vielen Podcasts mittlerweile schon dich vorgestellt hast. Aber was ich vielleicht spannend finde, du sagst sehr häufig, du und dein Team, ja, arbeitet zusammen und ihr macht dieses Wirken gemeinsam. Magst du vielleicht mal lieber dich und dein Team vorstellen und wer heute jetzt mit uns hier spricht, neben dem weltlichen Robin Kaiser, der natürlich ganz, ganz viel schon erlebt hat? Ja, im Grunde genommen, in mir selbst unterscheidet es gar nicht mehr zwischen mir und dem Team. Es ist wie, es fühlt sich fast wie an wie eine Gruppeninkarnation in einem Körper. Und je nachdem, wer gerade was zu sagen hat, ist derjenige gerade vorne und die anderen im Bewusstseinshintergrund. Und wir sind eine Kerngruppe von 5 bis 7 und dazu gibt es aber noch viele, viele mehr, die von dort wiederum im Hintergrund sind. Und dieses Team, man kann es Seelengruppe nennen, man kann es Geistführer nennen. Also es ist in meiner inneren Welt sind das Elemente, Aspekte meines eigenen höheren Bewusstseins, die immer wieder zur Sprache kommen, die ich früher unbewusst durchgelassen habe. Und zunehmend ist es einfach so, dass ich mich bewusst öffne, dass ich bewusst die Tore aufschließe, um dann einfach zu schauen, okay, was ist gerade das höchste, wahrhaftigste und liebevollste, was ich gerade durchlassen kann? Also ich habe da keine Namensbenennung oder nicht irgendwie Engel so oder so, sondern ich versuche mich immer an die höchstmöglichste mir innewohnende Weisheit zu wenden und dann aus der heraus etwas zu schöpfen. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wann die das erste Mal aufgetaucht sind oder wann du das erste Mal bewusst damit in Kontakt gekommen bist, was du gesagt hast, sehr, sehr viel und lange auch intensiv meditiert früher, was dich vielleicht auch auf deinen Seelenweg ein Stück weit gebracht oder erinnert hat? Magst du da noch mal einen kurzen Einblick geben? Ja, ich kann mich an eine Phase erinnern, wo ich auf einmal bewusst mitbekommen habe, ah, das ist ja mehr als nur ich. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, warte mal, zu dem und dem und dem Zeitpunkt in meinem Leben war es genauso. Das hat sich genauso angefühlt. Es war genau der Flow-Zustand. Das Innere war genauso leer und es hat einfach gesprochen. Ich habe meinen eigenen Worten zugehört und das, was herauskam, war immer für mich selber auch neu und irgendwie beeindruckend. So, und das war etwas, nachdem es dann in einer tieferen Ebene verstanden habe, dass das mehr ist als nur mein Tagesbewusstsein, dann sind ganz viele Sequenzen und Szenen aus meinem Leben aufgetaucht, wo ich das unbewusst schon gemacht habe. Zum Beispiel in der Uni, bei einem Vortrag oder noch früher auch in der Schule oder in normalen Gegebenheiten. Ich musste mich nie auf irgendwelche Vorträge so vorbereiten. Ich habe immer aus dem Nichts heraus irgendwie alles so sagen können, was gerade gesagt werden muss. Es hat sich immer irgendwie richtig angefühlt, gut angehört und war inhaltlich auch komplett konsistent und stimmig. Und manchmal habe ich mich gefragt, okay, was, woher kommt das? Wie kann das denn sein? Und dann dachte ich einfach, ja, es wäre eine rhetorische Begabung.
Aber es ist viel mehr als das. Also, dass ich dort schon Zeit meines Lebens unbewusst am Anfang in den Feldern gelesen habe, in Informationsräume reingegangen bin, als ich dann Vorträge in der Schule gehalten habe, das war mir damals noch nicht klar. Jetzt heute habe ich natürlich einen ganz anderen Sprachschatz dafür und bin innerlich auch viel feiner eingetunt, in welchen Räumen, welche wesenhaften Strukturen wie zu mir kommen und wie das Durchlassen noch freier und leichter geschehen kann. Gab es mal eine Zeit, wo dir das vielleicht auch wie Angst gemacht hat, ja, wenn so viele Stimmen und so und also man könnte das ja aus der weltlichen Sicht, wenn man damit zum Arzt geht, würde einem sagen, oh, das sieht aber nicht gut aus da in ihrem Kopf. Hat dir das mal Angst gemacht oder konntest du immer sehr, sehr gut mit diesen verschiedenen Anteilen oder Stimmen umgehen? Von den Stimmen, die dort hörbar und fühlbar sind, die aus der Seelengruppe kommen, nicht, weil dort ein so tiefes inneres Verbundenheitsgefühl da ist, dass das wie Heimat ist. Das ist mehr ich, als ich gerade ich bin, wenn ich sie sprechen lasse. Und von derer Seite aus ist es nicht so, aber wenn die Wahrnehmung sich öffnet, kommen natürlich auch noch viele andere Stimmen. Und es war immer wieder so, dass auch Spirits sich gemeldet haben, die irgendwie durchkommen wollten, die irgendwie versucht haben, mit in diesem Organismus sich entweder einzuklinken oder durch mich zu sprechen, wo ich dann gefühlt habe, dass es überhaupt nicht mein Anspruch an Freiheit und liebevoller Haltung, und da gab es natürlich immer wieder Wesen oder Strukturen, die dann entsprechend versucht haben, den Kanal zu besetzen. Und das ist für mich tägliche Übung, immer wieder in die Reinigung zu gehen, immer wieder selbst zu prüfen, ist das, was durchkommt, der höchsten göttlichen Wahrheit entsprechend, oder hat sich da möglicherweise noch etwas eingeschlichen, was irgendwie von einer anderen Seite kommt. Weil wenn man sich erstmal mit der Wahrnehmung in die höheren Bereiche begibt, da ist so viel unterwegs. Und das Erste, womit die meisten Menschen konfrontiert werden, natürlich, ist der astralenergetische Hintergrund, ne, die vierte Dichte, wo dann viele Spirits da sind, die sich zum Teil auch als sehr lichtvoll verkleiden und dir dann sonst was versprechen und dann mit Auserwähltheitsgeschichten kommen und so weiter. Und das ist wichtig, dass man da einfach die innere Klarheit behält. Und bei mir hat sich das einfach dadurch eingestellt, dass ich mitbekommen habe, ach, das ist nicht Heimat. Das ist etwas, das entspricht dem, wo ich herkomme, nicht. Und darüber sortiert es gefühlsmäßig ganz, ganz viele von diesen Stimmen, die sich immer wieder mal in meiner Vergangenheit und ab und zu auch jetzt melden, einfach aus. Ich schiebe sie aus dem Kanal raus, um dann wieder frei das durchzulassen, was eigentlich gerade dienlich ist. Das hat jetzt auch schon viel eigentlich mit unserem Thema zu tun, ja, mit dem Seelenplan oder Seelenweg. Glaubst du, dass wir alle, jeder individuell einen eigenen Plan haben? Ja, häufig gibt es ja auch die Idee, dass man vor seiner Inkarnation sich überlegt oder was man alles in dieser Inkarnation erfahren will. Glaubst du, dass das so ist? Gibt es das? Oder was ist für dich der Seelenweg? Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, hier etwas zu bewegen oder hier etwas in diesem Leben zu erfahren, sonst wären wir nicht hier. Es gab vorinkarnative Intentionen, Wünsche, Bedürfnisse, was wir hier erleben wollten, was wir lernen wollten. Und die Grundstruktur dessen haben wir im Voraus festgelegt, aus einem höheren Bewusstsein, aus dem seelischen Bewusstsein heraus. Gleichzeitig kann man so ein wenig von der Art, wie man lebt, ableiten, wie klar diese seelische Intention ist. Wenn man, sage ich mal so, ein völlig chaotisches Muggelleben lebt, wo keine Struktur drin ist, wo man einfach nur den Fluten der Gegebenheiten mitgeht
und überhaupt, ich sag mal so, keinen Plan vom Leben hat, dann ist es in der Regel so, dass die Seele noch nicht so viele Vorerfahrungen hat und einfach mal freien Fluss gibt. Ja, erfahr einfach mal irgendwelche Erfahrungen, die es auf der Erde gerade gibt. Wenn die Seele allerdings schon mehr Erfahrung gesammelt hat, dann strukturiert sie das besser und dann führt sie den Erfahrungsträger, der im physischen Körper inkarniert ist, dann zielgerichteter auch in die Situation und die Begegnung, die einen Mehrwert für das seelische Wachstum haben. Und an der Zielstrebigkeit, aber auch der inneren Klarheit, von der inneren Führung kann man sehr deutlich spüren, wie stark eine Seele versucht, ihren Erfahrungsträger in eine ganz bestimmte Spur reinzubringen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auf dieser Erde die Verwirrungskräfte, möchte ich sagen, die einen immer wieder versuchen, von dem eigenen Seelenweg auch wegzuführen. Aber im Grunde genommen ist selbst das im Seelenplan mit drin. Also jede Abweichung vom Seelenplan ist als Erfahrungsmöglichkeit auch mit einkalkuliert aus seelischer Ebene. Wir sind also quasi, selbst wenn wir ganz weit weg von uns gehen, uns selber verlassen, das Gefühl haben, völlig an unserem Leben vorbeizuleben, ist das auch Teil des Erfahrungsspielraumes dieser Erde, natürlich. Ja, das ist natürlich genau eine der spannenden und zentralen Fragen für viele, ja, wenn sie vielleicht gerade viel leiden oder in ihrem Leben viel schief geht und dann kommt so der Gedanke auf, bin ich denn überhaupt noch auf meinem Weg? Ja, woran glaubst du, kann ich denn erkennen, dass ich auf meinem Weg bin? Und ist es vielleicht, wie du gerade schon gesagt hast, auch ein Irrglaube zu denken, weil gerade das und das schief läuft, bin ich nicht mehr auf meinem Weg? Und immer wenn es mir total gut geht, dann bin ich natürlich immer auf meinem Seelenweg. Ja, also wenn sich die Frage nicht mehr stellt, dann bist du entweder ganz ab vom Weg oder ganz im Weg. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Und der Verstand hat ja immer diese Angewohnheit, dass wenn irgendwas nicht so läuft, wie er es gerne hätte, dass dann Vergleich, Urteil, Kritik etc. kommt. Also das ist einfach eine Maschinerie, die in Gang kommt. Aber vielleicht aus einer höheren Perspektive heraus könnten wir sehen, dass wir vielleicht gerade durch die Dinge, die uns gerade nicht angenehm erscheinen, wieder eingespurt werden. Wenn wir den emotionalen Kompass nehmen, dann sind all die Gefühle, die wir haben, die in Anbindung von unserer Seelenebene sind, sehr angenehm, sehr tragend, sehr öffnend, sehr liebevoll. Und immer wenn es sozusagen so ein bisschen in andere Richtung geht, dann hilft die Seele wieder einzuspuren. Und natürlich, auf einer gewissen Ebene ist der Entwicklungsmotor des Leidens auf dieser Erde sehr stark und wird gerade gegenwärtig auch sehr hochgefahren. Und da darf man einfach schauen, über welche Mechanismen wir hauptsächlich lernen und dass wir diesen Unterschied wahrnehmen. Es geht nicht ums Leiden, es geht ums Lernen und dass wir durch das eine das andere vollziehen. Weil wenn wir gelernt haben, dann brauchen wir das Leid nicht mehr. Leid und Schmerzen und all das, was da so kursiert, sind wirklich erst einmal Erinnerungen, sind Warnhinweise, die wie rot bei uns aufblinken. Halt, stopp, stopp. Das ist nicht das, wofür du bestimmt bist. Das entspricht nicht deinem höheren göttlichen Wesenskern. Und Gefühle reflektieren eigentlich immer nur mentale Konzepte, Gedanken, Ideen, Grundglaubenssätze über das Leben, die irgendwie dem, was wir wirklich sind, nicht entsprechen. Also die schlechten Empfindungen. Die guten Empfindungen sind, ja, das ist der Weg, dort geht's weiter. Und gleichzeitig, da können wir aber gleich nochmal drauf eingehen, können natürlich die eigenen Gefühle einen auch selber ganz schön verraten, wenn man die Gefühle in der seelischen Verbundenheit verwechselt mit
der Freude des Egos, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, das ist eine sehr zentrale Sache und ich finde, lass uns den Punkt doch gleich mit reinnehmen. Also wo und wie finde ich denn genau diese Unterscheidung zwischen dem, was die Gelüste meines Egos sind, was sich gut anfühlt, ich dann denke vielleicht auf meinem Seelenweg zu sein und auf der anderen Seite, ja, das, was mein wahres Wesen, mein wahres Ich eigentlich gerade jetzt in diesem Moment ausdrücken will und das, was das Ego vielleicht zum Leiden bringt und mich dann auf der einen Seite total traurig macht, vielleicht den anderen Teil eben total glücklich macht, ja. Wie unterscheidest du das Ganze? Ja, weil es fühlt sich ja beides erstmal sehr ähnlich an. Ja, es ist beides erstmal wie Schmerz und Leid, aber welches ist denn jetzt der Gute und welches ist denn jetzt der uns eher von dem Weg abbringt? Ich unterscheide zwischen Dualitätsfreuden und der Freude, den inneren Einheitsweg zu gehen. Also man könnte das dualitätsmäßige Spaß nennen, um es sprachlich zu differenzieren, und das andere ist wahre Freude. Das ist Glückseligkeit, wenn ich meinem Seelenweg gehe, wenn ich von meiner Seele signalisiert bekomme, das ist der Weg. Das ist ein ganz tiefer innerer Frieden, das ist eine Glückseligkeit, das ist eine innere Verankerung. Das spielt alles andere dann keine Rolle mehr. Es ist aus sich selbst heraus zufrieden und in Frieden. Das heißt, man hat dort ganz klar dieses Gefühl der Fülle, des Angekommenseins, des Angebundenseins. Bei dem anderen, bei dem Dualitätsspaß, nenne ich es mal, ist es immer eine Suche nach neuen Erfahrungen und nochmal neue Erfahrungen und nochmal. Und dann hat man die Erfahrung gemacht und dann ist es wieder wie leer gesaugt. Und dann braucht man wieder neue Erfahrungen, wieder neue Stimulation, wieder neue ja, Gelüste, denen man nachrennt. Und das Gefühl von Angekommensein oder innerer Fülle wird eher immer weniger, weil man durch nervliche Reizung und Stimulation einfach immer wieder, ne, in der Pendelbewegung von Dualitätsspaß und Leidvermeidung immer wieder so hin und her geworfen wird. Das ist eine Möglichkeit, sich selbst zu erfahren. Und gleichzeitig gibt es keine Stabilität da drin. Es gibt, also das würde man in der Psychologie Rapid Cycling nennen, das heißt das hohe himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, dieses Auf und Ab. Und wenn wir im getrennten Bewusstsein uns bewegen und Dualitätsspaß suchen und vor unserem Leid wegrennen, dann sind wir in dieser schnellen Rapid Cycling drin, also dieses schnelle Hoch und Tief und Hoch und Tief. Und das ist etwas, das können wir nur in dieser Form aus dem getrennten Bewusstsein. Und das hat aber nichts mit der Stille und Ruhe eines inneren Angekommenseins und der Zufriedenheit darin zu tun. Also man könnte so unterscheiden, dass das eine sehr still ist, die innere Glückseligkeit. Sie kann manchmal ekstatisch sein, aber im Grunde genommen ist sie sehr still, ist sehr ruhig. Das andere, die Freude des Egos, ist immer Freude an Intensität, laut, bunt, stark, kräftig. Immer etwas, wo wir unseren inneren Ort verlassen und uns mitreißen lassen. Das Bewusstsein verlässt die innere Zentrierung und lässt sich mit der Erfahrung von Leidenschaft, von Schmerz und all dem mitreißen. So, und verlässt sich aber in dem Moment selbst. Und das andere ist, das Bewusstsein bleibt in sich zentriert und die Erfahrungen kommen einfach. Das, so ungefähr könnte man das skizzieren. Ja, auch sehr, sehr verständlich beschrieben. Kann das gut hören und sehen. Wie komme ich denn jetzt von meinem schnellen Fahrrad, von meinem Rapid Cycling, von diesen Ausschlägen, genau in diesen ruhigeren Prozess zurück? Also was glaubst du, ist so der Weg dahin zurück, um wieder diese Mitte und Einheit in uns zu spüren, neben dem, dass uns das Leben natürlich die ganze Zeit ja auch sehr herausfordert und in diesen gefühlt Polen gefangen hält ja auch.
Wir verwenden das Leben dafür, dass es uns in diesen Polen hin und her wirft. Es ist unsere Konstruktion. Es ist unsere implizite Sehnsucht, stark vom Leben hin und her geworfen zu werden. Diese Erfahrung kriegen wir nur hier auf dieser Erde. Diese Erfahrung kriegen wir nicht in höheren Ebenen. Und es hat für eine gewisse Bewusstseinsetappe eine Relevanz, eine Wichtigkeit, das einmal als Seele auch zu erfahren, wie es ist, Opfer seiner eigenen Weltenschöpfung zu werden, Opfer seiner eigenen geschöpften Umgebungsbedingungen, wo man natürlich dann nicht erkennt, dass man sie selbst hervorgebracht hat. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo es dann auch aussteigen kann, wenn es wirklich erkennt, ich habe mir die Intensitäten von Dualität, Spaß und ja, die Hölle reißt unter meinen Füßen auf und ich möchte einfach nur noch im Boden versinken. So, das ist vielleicht eine adäquate Beschreibung des anderen Poles. Ich habe mir das selber erschaffen, um die Dualität in beiden Extrempolen zu erfahren, auszukosten. Das ist Teil meines Wunsches, meines Hierseins. Und gleichzeitig bekomme ich mit, es ist total anstrengend, total energiefressend und das ist im Grunde genommen nicht so, wie mein Herz oder meine Seele wirklich ganz durchkommen kann. Also da leben wir zwar etwas, aber es ist so mitgerissen von den Fluten und Wellen des Lebens, dass es im Grunde genommen den stillen Mittelpunkt, der ja verbunden ist mit einem höheren Bewusstsein, dass wir den nicht mehr spüren. Und da gilt es einfach zu sagen, okay, und jetzt verabschiede ich mich von derlei Stimulationen. Weil das ist etwas, das hat immer etwas damit zu tun, dass man aufgrund sowohl von der Dualitätsfreude als auch vom Leid sich eine nervliche Stimulation und eine Lebensintensität erschaffen möchte, die letztlich die innere Leerheit irgendwie kompensieren soll. Und da ist etwas drin, wenn man das erkennt und dann hingeht und sagt, ich lasse alle Stimulationen in beide Dualitätsrichtungen fallen und ich kümmere mich um die innere Leerheit, die da ist, und schaue, dass ich sie aus meiner Mitte und einem höheren Bewusstsein wieder erfülle. Ja, und jetzt höre ich schon die Egos anspringen, die sagen, aber das ist doch das, wofür ich hierher gekommen bin und dafür sind wir doch auf dem Planeten Erde. Wenn ich doch schon auf diesem Spielplatz bin, wieso soll ich jetzt nicht rutschen und schaukeln, bis mir der Kopf wegfliegt? Und genau bis zu diesem Moment, wo ich halt merke, okay, jetzt schwingt die Schaukel sehr weit hoch und entweder ich fliege in die Welt des Wahnsinns oder in die Welt der Hölle, ist das sozusagen. Ja, wenn wir von Seelenplan oder Seelenweg sprechen, vielleicht genau das, hier auf der Erde zu erfahren, aha, okay, das ist dieser Spielraum, der hat diese und diese Grenzen und auf einmal merke ich, okay, jetzt ist der Rückweg dran, jetzt ist die Zeit langsamer wieder zu schaukeln. Ja, weißt du, es ist absolut legitim, das zu leben und auch das aus dem Ego heraus zu rechtfertigen. Völlig in Ordnung. Aber ab dem Punkt, wo man sagt, ich möchte nicht mehr leiden, und das ist ja für die meisten der erste Schritt in Richtung eines höheren Bewusstseins, in Richtung der eigenen Vervollkommnung, dieser Wunsch, dieses Leiden nicht mehr zu spüren. Und zu sagen, ich möchte nicht mehr leiden, ist, das ist dann eine Intention, eine Zielsetzung. Da können wir nicht mehr hin und her schaukeln. Das geht nicht mehr. Das ist nicht kompatibel miteinander. Also entweder sagen wir, wir stürzen uns in die Freuden dieser Welt, in den Spaß, dieser Neon-Reklame-Welt und machen alles mit, nehmen alles mit rein. Aber dann dürfen wir genauso auch die Schattenseite damit, ne, das kommt mit einher. Und
Jeder kann sich dafür entscheiden, das so lange zu spielen, wie er es selbst für wichtig und richtig erachtet. Und irgendwann beginnt Ablösung ganz natürlich. Irgendwann ist es so, dass der Anreiz, an diesem Dualitätsspiel teilzuhaben, wegfällt. Der Anreiz, sich irgendwie sowas zu erschaffen, wo man selbst Opfer seiner Realität wird, das fällt weg, wenn es sich innerlich immer mehr ausgleicht. Und dann ist es so, dass das Ego ja eine gewisse Vorstellung über das Leben hat, was aus der Mitte geführt wird. Das ist für das Ego gähnend langweilig. Zumindest wird es so vorgestellt. Aber nach meinen Erfahrungen beginnt das Leben erst dann richtig, weil es dann in die Tiefe geht. Dann kommt das höhere Bewusstsein mit rein. Dann schauen wir durch die Welten hindurch. Dann können wir reisen. Dann können wir wirklich so viel, was uns da aufgeschlossen wird, aus der stillen einen Bewusstseinspräsenz heraus. Davon kann das getrennte Bewusstsein nur träumen. Das ist für das nicht vorstellbar, was dann möglich wird. Aber aus dem umhergeworfenen Getrenntheitsbewusstsein ist es einfach, es erscheint gähnend langweilig. Da passiert ja gar nichts, wenn du immer im göttlichen Bewusstsein geankert bist. So in diesem Sinne denkt und fühlt es. Und gleichzeitig ist es nach meiner Wahrnehmung genau umgekehrt. Das Leben beginnt erst in der Einheit mit dem großen Ganzen. Dort fängt es erst an. Dort öffnen sich Entfaltungsräume. Dort öffnet sich das Schöpfungspotenzial. Dort kehren wir zurück zu dem, wie wir eigentlich gemeint sind. Ja. Wenn jetzt jemand bemerkt, ja, okay, ich merke, dass dieser jemand, dieser ominöse, merkt, okay, dieses Dualitätsspiel, es bringt mich wirklich an meine Grenzen, an sehr, sehr starke, auch existenzielle Grenzen, und ich möchte diesen Rückweg wieder antreten. Und ich habe vielleicht schon auch viel Yoga, Meditation, diese Erfahrung gemacht und merke immer noch, wie komme ich in diese stille Mitte, von der ich so viel weiß, ich hier intellektuell weiß, gelesen habe, ja, mich eigentlich schon sehr weit gefühlt habe und auf einmal das Leben, ja, mir patsch, patsch sozusagen Lebensumstände und Situationen erschafft, die mich scheinbar wieder aus dieser Mitte reißen. Wie finde ich diesen ruhigen Rückweg sozusagen in die Mitte, in den Seelenweg, auf den Seelenweg zurück, ja, also um das wieder ins Fließen zu bringen? Es geht um die radikale Verabschiedung aller spirituellen Konzepte. Wenn das Ego Spiritualität in die Finger bekommt, dann verwendet es Spiritualität in einer Weise, dass es sich darüber missbräuchlich in Dualitätsmustern gefangen hält. Das heißt, genauso wie diese Lehren weitergegeben wurden, um eigentlich das Bewusstsein zurückzuführen, können bestimmte Lehren, Anschauungen, Grundglaubenssätzen aus der Spiritualität zum Teil genau Gegenteiliges bewirken, wenn das Ego diese in die Finger bekommt. Das heißt, das Ego kann sich selbst das Leben zur Hölle machen, wenn es große Wahrheiten aus der Spiritualität versucht, mit Gewalt auf sich und sein Leben anzuwenden. Und da kommen wir nicht weiter. Alles, was wir konzeptuell machen, das heißt, zum Beispiel, wir haben die Idee, wir sind alle eins. Wir gehen mal von dem größten Satz aus. Wenn wir das konzeptuell machen und es auf alle Ebenen übertragen, auf alles drüber kleistern und uns selber dann wie versuchen, dorthin zu peitschen, das ist aber die Wahrheit und so müsste es dann sein und dann ist ja jede Form von Individualität falsch und krankhaft und böse und. Also das Ego weiß genau, wie es sich mit einer Wahrheit, die wahr ist, auf einer bestimmten Etage selbst so zerfleischen kann, dass es wirklich keine Aussicht mehr sieht. Also
Ich sehe eine, und das habe ich früher nicht so deutlich gesehen, das sehe ich inzwischen sehr deutlich. Ich sehe den Grund, weshalb es Initiationswissen gibt, tiefes geistiges Wissen, welches erst dann den Adepten weitergegeben wird, wenn das Ego schon bereits aufgelöst ist. Heutzutage ist es so, dass wir ganz, ganz viel tiefes und einstmaliges Initiationswissen frei zur Verfügung haben. Und das führt dazu, dass sich das Ego dieser Welt das unter den Nagel reißt und dann daraus eigene spirituelle Konzepte zimmert. Und das kann unter Umständen die eigene Egonalität sogar verfestigen, wenn es zu einem spirituellen Ego wird, wenn es spirituelle Konzepte wie mit dem Gießkannenprinzip über alles ausbreitet. Im Grunde genommen geht es nur und ausschließlich darum, ganz leer zu werden, auch ganz leer von allen spirituellen Konzepten und aus der Wahrnehmung heraus zu sein und zu wirken. Das heißt, ich habe kein Bild von dir, keine Idee von dir, ich weiß nicht, wer du bist. Ich nehme einfach nur das wahr, was gerade da ist. Und anhand von dem beginnt dann ein innerer Strom, sich auf das einzustellen. Frei von jedem Konzept, frei von jeder Idee oder jedem Bild. Und das ist etwas, da hat sich einfach im Laufe der Zeit eine gigantische Schattenseite in der Spiritualität etabliert, weil tiefes Wissen zum Teil an Bewusstseinsformen gekommen ist, die, ich sag's mal so hart, wie es vielleicht klingen mag, die noch nicht die Reife haben, damit wirklich umzugehen. Es ist bei mir genau das Gleiche gewesen. Ich war ganz früh auf der Suche nach Einweihungswissen und ich habe es über meine geistige Verbindung auch bekommen. Allerdings habe ich es bekommen zu einer Zeit, wo das Bewusstsein noch nicht reif gewesen ist. Und dann habe ich mitbekommen, dann fing ein Missbrauch meiner eigenen spirituellen Fähigkeiten statt. Dann fing ein Missbrauch dieses Wissens statt, das dadurch zum Beispiel Verachtungstendenzen den Menschen gegenüber stärker wurden, anstatt dass sie abgebaut wurden. Und ganz viele solche Sachen, wo das Ego dann spirituelle Glaubenssätze, ne, sich zu eigen macht, in die Finger bekommt, geht in eine vollkommen schräge Richtung. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich, gerade wenn er sich lange in der spirituellen Szene bewegt hat, sich komplett rauszunehmen, lerne, dass das Leben nicht spirituell ist. Ich habe immer wieder nachgefragt, wie ist es denn in höheren Dimensionen bei anderen Wesen? Die haben so etwas wie Religiosität oder Spiritualität nicht. Die kennen das Wort nicht mal. Den muss man erstmal erklären, dass wir auf der Erde etwas haben, um uns wieder an das zu erinnern, wer wir sind. Für die ist das völlig irre, dass es sowas überhaupt braucht. Und da wieder hinterzusteigen und zu erkennen, okay, das Leben ist im Grunde genommen überall an allen Ecken und Enden heilig. Und ich bin dafür angetreten, das entsprechend zu ehren, zu achten, nicht aus einem spirituellen Konzept heraus, nicht weil ich glaube, dass ich das sollte, sondern weil sich das natürlicherweise aus dem, was ich bin, heraus ergibt. Also es ist wirklich etwas, wo wir lernen dürfen, uns von dem ganzen metaphysischen Überbau, den ganzen spirituellen Konzepten, die ja mind-made sind, die aus dem Verstand herauskommen, uns zu verabschieden und wirklich in die einfache Herzensweisheit wieder reinzufinden. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das, was wir heutzutage Bauernschleue nennen, also dieses
Grundwissen von Menschen, die noch nicht mal wissen, wie Spiritualität geschrieben wird, dass die zum Teil spiritueller sind als ein Mensch, der 100 Bücher gelesen hat und jeden Pfad der Erleuchtung in allen Traditionen durchdeklinieren kann. Also da ist es, da, es gibt da so einen Unterschied. Und da mal reinzufühlen, ein natürliches Herzbewusstsein, wie schwingt es? Es kennt keine Spiritualität, es lebt einfach aus Freude und weil es Freude schenken möchte, ganz, ganz simpel. Und dann das andere, der Sucher, der Bücher gelesen hat und weißt du, das ist ein ganz anderes Feld. Und da sehe ich einfach so eine gewisse Schwierigkeit in der aktuellen Zeit, eben weil das Repertoire so groß ist, die Bandbreite an spirituellen Wegen so groß ist, ist gleichermaßen implizit für das Ego, welches diesen Weg antritt, die Verführung und die Verschleierung darin auch genauso groß. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder zu einer ganz einfachen Herzintelligenz zurückzukehren, alles mal beiseite zu schieben, was man irgendwie mal gelesen hat, was man irgendwie mal sich angeeignet hat als spirituelles Wissen, um wieder auf die einfachsten Grundlagen des natürlichen Seins zurückzukehren. Also ich merke, ein Teil atmet auf. Jetzt fragt es, atmet jetzt das Ego auf oder wer atmet auf? Weil ich weiß ja, dass du zum Beispiel auch ein großer Freund, ja, von Kurs in Wundern bist, das gelesen hast und studiert hast. Und ich merke zum Beispiel, dass ich gerade in einer Phase bin, wo ich gerade gar nicht mehr wirklich rankomme. Also ja, es liegt da und jetzt frage ich mich, wer will jetzt hier wen gerade wovon überzeugen? Ja, dass. Also ich weiß, da drin steht wirklich Wahrheit zur Befreiung und ein Teil kann es gerade wie nicht mehr hören. Und jetzt frage ich mich, wenn du davon sprichst, ist das der Teil, der gerade wieder, sage ich mal, in die Einfachheit zurückkehrt oder versucht das Ego dich dann eigentlich wieder auszutricksen, von diesem Weg wieder abzukommen? Und dann findet wirklich eine sehr, sehr starke Verwirrung statt, die ich in mir, aber auch wirklich gerade in vielen, vielen anderen sehen kann. Ist das jetzt mein Ego? Gehe ich jetzt zurück? Was passiert jetzt eigentlich? Ist das jetzt mein spirituelles Ego? Welches Ego? Also gerade mit Kurs in Wundern ist das gerade eine sehr spannende Beziehung, die gerade zu beobachten. Wie würdest du das sehen? Gerade, sage ich mal, auch mit Werken, von denen du ja eigentlich in der Tiefe weißt, eigentlich sind sie mir ja dienlich. Und ein Teil sagt, gerade geht gerade gar nicht. Ja. Ich persönlich verwende den Kurs seit Jahren nur noch über den energetischen Weg. Nicht mehr in dem, dass ich darin lese. Der ist hier. Es wurde hoch und runter studiert und es wurde beiseite gelegt, weil es innerlich der Impuls kam und jetzt leg ihn beiseite und leb ihn. Und das war ein ganz klarer innerer Impuls, wo ich weiß, das ist Teil der Führung gewesen. Immer wenn es so dieses Hin und Her und ist das Ego, ist das nicht Ego, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das Ego ist. Wenn jedoch Klarheit da ist, so ist es und das ist der Schritt und das ist der Weg und das gibt gar keine Fragen mehr, dann ist es die innere Herzens Weisheit, möchte ich sagen. Und das Ego ist ja ein Blender und Trickser und ein um 180 Grad Verdreher. Das heißt, das Ego weiß ganz clever immer auch seinen eigenen Advocato Diaboli zu spielen. Das heißt, es fragt sich immer, ist das jetzt Ego, ist das nicht Ego? Macht man das jetzt so, macht man das nicht so? Es arbeitet mit Verwirrung und Täuschung. Und immer wenn es dich mental schnell hin und her wirft zwischen verschiedenen Perspektiven und du nicht mehr weißt, was oben und unten ist, kannst du dir sicher sein, das ist das Ego, welches versucht, gerade Verwirrung zu stiften. Einfach mitbekommen, wahrnehmen, Schritt zurücktreten und zu sagen, ich erlaube dem nicht, dass es mich in dieser Form hypnotisiert.
Und dann wieder zur inneren Einfachheit zurückkehren. Es kann die Impulse aus einem höheren Bewusstsein nicht empfangen, wenn es nicht wirklich still ist. Und das Ego macht die ganze Zeit Lärm durch hin und her und Perspektive hier und dort und das könnte man noch und da hätte man doch noch das und so weiter. Es plappert einfach nonstop und kritisiert sich die ganze Zeit selber, stellt sich natürlich selbst in Frage, spiegelt sich ständig und so weiter und so fort. Das sind alles Mechanismen, die es auffährt, um dich in der Hypnose zu halten, um dich an einem Ort zu halten, wo du, ne, wie die Katze vorm Mauseloch sitzt und dann wartest, was passiert als nächstes, was passiert als nächstes. Und dann macht es wieder den Trick und wieder den Trick und wir sind sehr fasziniert von all dem. Und im Grunde genommen passiert nichts, bis auf dass wir Energie verlieren und völlig verwirrt sind nachher. Und das ist das Ego, was hochfährt. Ja, sehr nachvollziehbar. Und du hast es jetzt, sag ich mal, relativ einfach beschrieben zu sagen, okay, dann einfach wieder zurücktreten, wahrnehmen und wieder in die Verbindung kommen. Es klingt sehr einfach, wenn du in diesem Moment von bam, 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 dieses Rapid Cycling, ja, wenn das so hoch spinnt, was ist dein Weg oder was ist dein Weg gewesen, in diesen Teil zurückzukommen? Also ich habe das Gefühl, je mehr ich dann versuche, in die Ruhe zu kommen, umso mehr geht natürlich der Spin da oben los und der wirklich sehr, sehr, sehr grenzwertig in beide Richtungen wird, ja. Und ich habe auch so das Gefühl, Hilfe in der weltlichen Welt im Außen, die viele versuchen dann auch, weiß ich nicht, bei Therapeuten oder in Medikamenten oder so zu finden, macht das Ganze nochmal an einer gewissen Stelle schneller oder bringt es an eine Grenze? Wie ist für dich dieser Weg in diese Einfachheit zurück? Und daran schließt dann auch die nächste Frage an, aber die stelle ich danach. Wie ist der Weg in die Einfachheit zurück? Gerade wenn es bam, bam, bam macht. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mir jetzt meinen Kurs wieder zur Hand nehme und sehe, dass nichts wirklich etwas bedeutet. Und dann gucke ich nach draußen und der Baum bedeutet nichts. Und bam, 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 bam. Es ist im Grunde genommen das, was du gerade beschreibst, wird im Kurs beschrieben als die Liebes-Hass-Beziehung. Du liebst es, also das Ego liebt es und es hasst es zugleich, dieses schnelle Hin- und Herwechseln. Und da besteht einfach ein suchthafter Bezug zu dieser Erfahrungsintensität, in dem während die gefühlte Leere, die da ist, wenn das aussetzt, Angst macht, weil man da das Gefühl hat, verloren zu gehen darin. Das heißt, es ist eine gewohnheitsmäßige Schleife, dem Bedeutung zu geben. Es ist ein gewohnheitsmäßiger Mechanismus, der immer wieder aktiviert wird, der dich immer wieder aus dir raussaugt. In die Gedanken hinein, in die Konzepte hinein, in die Unsicherheit hinein, wie ist was? Und da ist eines der schnellsten oder direktesten Möglichkeiten, natürlich erstmal selbst in dir in die Wahrnehmung zu gehen und anfangen, wirklich radikal sich selbst nicht mehr zu glauben, also seinen eigenen Gedanken. Du nimmst das wahr. Das Schauspiel, was da drin stattfindet und tobt und denkst dir so, was für ein irres Szenario. Was für ein komisches Kino, in dem ich hier sitze, wo mir Gedanken links und rechts durch den Kopf springen. Und was geschieht denn da? Also erstmal durch den Abstand kommt erstmal sowas wie, was passiert denn dort? Was ist denn das für ein Kino? So, und wenn du das schon hast, diese Distanz, dann hat es nicht mehr so die bindende Macht über deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein. Also es geht immer darum, Schritt zurücktreten. Geh in den Beobachter. Du bist immer dann nicht im Beobachter, wenn dich deine Gedanken kriegen, wenn dich deine Gedanken einsaugen, wenn du denen Glauben schenkst, weil du damit identifiziert bist.
Es geht wirklich um eine stückweise Ablösung des Bewusstseins von allen Identifikationen, Körper, Form, ne, Mentalform, Emotionalform. Alles darf überprüft werden, ob es nach wie vor Teil deiner Identifikation sein soll. Wenn nicht, lass es los. Also, ich weiß, dass es leicht ist, aus diesem Ort herauszusprechen, wenn es gerade keine Identifikation gibt. Und es ist höllisch schwierig, in sich selbst die Aufmerksamkeit hochzuhalten, wenn es gerade wieder feuert, wenn es gerade wieder aktiv ist, wenn man sich gerade wieder als Opfer seiner eigenen Gedanken erfährt. Dann ist es so schwierig, die Achtsamkeit so hochzuhalten, um die innere Desidentifikation mit all dem, was da oben stattfindet, aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig hat es was mit Training zu tun, mit wirklich einer inneren Disziplinierung, sich immer wieder täglich an diesen einen Ort zu rufen und mitzubekommen, dass von diesem einen Ort alle Gedanken, alles, was da oben im Oberstübchen hin und her fliegt, als ja einen komischen Film zu betrachten, der im Grunde genommen überhaupt keinen Einfluss auf das hat, was ich bin. Also es konnte noch nie ein einzelner Gedanke das berühren, was du bist. Aber wer erfährt sich denn so? Wir erfahren uns im getrennten Bewusstsein immer als reaktiv von dem, was da oben stattfindet. Darin ist keine Heilung zu finden. Ja, ich merke, dass ich diese Brücke, also ich verstehe das total und diese Brücke sehr schwierig finde, weil ja, wir sehen alles, was ich hier sehe, ja, war irgendwie mal ein Gedanke, war irgendwie ein bewusstseinsschöpferischer Prozess. Und das nennen wir jetzt unser Leben. Ja, irgendwie ist ja auch der Film in unserem Kopf scheinbar unser Leben. Und diese Diskrepanz zwischen, ich bin jetzt hier und ich bin im Leben und eigentlich versuche ich ja damit die ganze Zeit wieder aus dem Leben herauszutreten und in diesen Punkt der Einheit zurückzukommen. Da habe ich fast das Gefühl, da spannt sich etwas auf, was eigentlich die ganze Zeit sozusagen nach Heimkehr ruft. Und auf der anderen Seite wird es eigentlich fast immer absurder bis wahnsinniger, mich in dieser Welt zu erfahren und mich aber gleichzeitig nicht mehr über diese Welt zu identifizieren. Und ich weiß, es klingt jetzt wieder sehr kopfig, aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich verstehe es dahingehend, dass die Pole der Dualität in beide Richtungen gerade extremer werden. Und das ist einfach nur ein Aufzeigepunkt, dass das Spannungsfeld irgendwann so stark wird, bis es reißt und wieder zu dem einen Punkt zurückfindet. Also, es ist absolut notwendig, dass wir als Menschheit gerade die Erfahrung machen, wie wahnsinnig es ist, im getrennten Bewusstsein zu leben. Das ist eine direkte Spiegelung. Wir hatten früher im getrennten Bewusstsein einen Vorhang vor dem Spiegel, einen Schleier des Vergessens. Der wird uns gerade massiv entzogen. Was bedeutet, die Getrenntheit, in der wir immer schon gelebt haben, wird deutlicher denn je gespiegelt. Und das ist Höllenschmerzen. Das bedeutet, sich mit seiner eigenen Urtrennungsschmerz direkt konfrontiert zu sehen. Das bedeutet, die Abgründe, der Wahnsinn in der Getrenntheit zu leben, direkt zu erfahren. Und das ist etwas, das war eigentlich immer schon so, nur jetzt erkennen wir es erst in dieser Deutlichkeit. Und im Grunde genommen ist es kein Rückschritt in diesem Sinne, sondern es ist ein noch klareres Zeichen, okay, wenn der Wahnsinn tobt, wenn das da im Oberstübchen so hin und her geht, ist es einfach ein deutliches Signal, ich bin im getrennten Bewusstsein. Und jedes Mal, wenn es das erfährt, schießt die Sehnsucht hoch, wieder zurückzufinden.
Also, und deswegen ist das der Motor. Immer wieder. Das wird wie geschmiedet in diesem Motor. Immer wieder, wenn es in diesen Schmerz reinrutscht, aktiviert es die Sehnsucht und ich möchte nicht mehr in dieser Weise weiterleben, in diesem getrennten Bewusstsein. Und wenn diese Sehnsucht groß genug ist, wenn diese Sehnsucht stark genug angewachsen ist, weil es einfach das Leiden müde ist, dann geschieht die Ablösung von ganz alleine. Und ich möchte, Dankeschön, genau nochmal dabei bleiben. Also wir gehen in diese Extreme. Das Leiden ist unermesslich groß und es gibt einen Wunsch nach, auf der einen Seite könnte man sagen, ich erwache und gehe über das Leiden hinaus. Und am anderen Pol des Wahnsinns steht der Teil, und wir haben kurz im Vorfeld drüber gesprochen, von ich möchte aus diesem Leben hinausgehen. Also sehr, sehr viele Menschen, die dann sagen, okay, das Leid ist so unfassbar groß, ich setze dem jetzt ein Ende in der Hoffnung, über diesen Weg wieder in die Einheit zurückzukehren. Magst du vielleicht nochmal auch, vielleicht gerade auch mit dem, was heute Nacht zu dir gekommen ist, mal von diesen beiden Punkten, wie nah eigentlich Erwachen und der Wunsch aus dem Leben zu gehen, eigentlich schon wieder beieinander liegen, nur scheinbar erstmal was Gegenteiliges dann erreichen, sprechen? Der Wunsch, sein Leben zu beenden, ist eigentlich der Wunsch, sein getrenntes Bewusstsein zu transformieren. Und dort findet eine Ebenenverwechslung statt. Es möchte sterben und es projiziert dieses Sterben möchten auf den physischen Körper. Nur auf der physischen Ebene gibt es dort keinen Ausweg. Weil wenn das getrennte Bewusstsein seine physische Form zerstört, existiert es weiter. Und hat in sich immer noch die Notwendigkeit weiterer Formbildung. Und dann beginnt der Reinkarnationskreislauf immer und immer wieder sich zu wiederholen. Die Sehnsucht, das Leben zu beenden, ist eigentlich der Ruf in das ewige Leben. In das Leben, wo es keine Trennung mehr gibt. In das Leben mit im Einssein mit dem Göttlichen. Und im Grunde genommen wird dieser Ruf verdreht und auf die reine physische Ebene projiziert. Und dann gibt es Egos, die ihre physische Form zerstören, die Suizid begehen und die dann einfach im nächsten Leben, also da besteht wirklich wie ein Drang im getrennten Bewusstsein, sich immer wieder eine neue Form zu erschaffen. Und das aktiviert dann Reinkarnation, wie gesagt. Und das ist nicht der Ausweg. Vielmehr ist es sogar so, dass die Existenz des physischen Körpers bisschen noch die Trennung im Bewusstsein abdämpft. Wenn wir aber mit dem getrennten Bewusstsein aus dem Körper rausgehen, weil wir den vielleicht selber zerstört haben, dann erfahren wir noch stärker denn je, noch intensiver denn je in anderen Räumen unsere Abwehr gegen das Leben selbst. Wir sind Leben, wir können nicht nicht leben. Wir können Leben nicht zerstören. Und der Wunsch, nicht leben zu wollen, ist ein Widerstand gegen das, was wir wirklich sind. Und diesen Widerstand erfahren wir in der Stärke, vielleicht darin, dass wir immer wieder uns selber verletzen, den physischen Körper zerstören wollen, etc. Und das ist nicht der Ausweg. Der Ausweg ist, im Bewusstsein zu transformieren, den physischen Körper im Bewusstsein so zu durchlichten und so zu durchsetzen mit Bewusstsein, dass die Formbildung, die Sucht nach Formbildung im Bewusstsein aufgeräumt wird. Also das heißt, wir leben dann in einem Bewusstsein, welches im Grunde genommen nicht mehr an diese Form haftet, aber diese Form bewusst einsetzen kann als Werkzeug. Das andere Bewusstsein, das getrennte Bewusstsein, ist sozusagen immer an die Form gebunden und muss auch immer Angst haben um die Form und gleichzeitig liebt und hasst es sie. Und das ist etwas,
Da geht die Reise nicht weiter, da geht es nur um die Wiederholung alter, vergangener Geschichten. Und ich glaube, wir sind es müde. Und zu wissen, dass Suizid kein Ausweg ist, dass es eigentlich der versteckte Wunsch, die versteckte Sehnsucht ist, das getrennte Bewusstsein zu überwinden und zu sterben, bevor wir sterben, wie der Mystiker es ausdrückt, dass das der Weg ist, wo wirklich nachhaltig ein Pfad sich eröffnet, der so sehr ruft und nach dem wir uns so sehr sehnen, in Richtung Heimkehr. Ja. Danke. Magst du vielleicht, wenn du von diesem Pfad sprichst, zum Abschluss unseres Gespräches, ja, wenn wir sozusagen auf diesem Weg sind und vielleicht so einen kleinen Robin Kaiser Drei-Punkte-Plan, wie ich von dem Teil des, ja, ich sage jetzt mal, ein wirklich gehbarer Schritt, weil wenn du sagst, ja klar, wenn ich aus dem Einheitsbewusstsein spreche, hört sich das erstmal leicht an und gut gehbar. Und ich spüre einfach in mir, aber wirklich auch in meiner Umgebung, dass sehr, sehr viele Menschen an einem sehr, sehr wackeligen Punkt sind. Und dass ich setze mich hin und meditiere, es manchmal sogar noch, ja, sehr, sehr, sehr laut macht, einen guten Weg zu finden, langsam wieder darüber zu gehen. Gerade wenn zum Beispiel das spirituelle Ego wieder denkt, siehst du, jetzt hast du Kurs in Wunder nicht verstanden, jetzt hast du das nicht verstanden, du hast das doch alles schon gehört. Und sich an diesem Punkt der Wahnsinn einfach immer, 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 immer mehr vermehrt, wie ich auf eine sanfte Weise, ohne jetzt das Ego zu dämonisieren oder meinen eigenen Weg zu dämonisieren, genau auf diesen Lebensseelenweg zurückkomme, von dem ich ja in der Tiefe spüre, ja, ich weiß, dass das hier drüben sozusagen der Weg der Befreiung und des Erwachens ist. Und wie kann ich ihn jetzt, ich sage jetzt mal, in der Schulklasse, in der ich wirklich bin, ja, gerade gut gehen. Diesen Drei-Punkte-Plan, den du angefragt hast, möchte ich so in dieser Weise nicht liefern. Gleichzeitig spüre ich, dass es natürlich wichtig ist, an der Stufe anzusetzen, wo man gerade ist, und man sich nur selbst vergewaltigt, wenn man ein hohes spirituelles Ideal anzuwenden versucht. Und man gleichzeitig merkt, die Diskrepanz zwischen dem, wo ich lebe, und meinem Ideal ist so groß, dass es mich innerlich zerreißt. Und dann ist es wichtig, sich systematisch hinzusetzen. Erdung ist ganz wichtig, was ich einfach jetzt gerade in dem Feld wahrnehme. Sich stückweise von der Sucht sich stückweise von der Sucht, es kommt nicht. Ich glaube, das Team streikt gerade. Wir belassen es dabei, dass es diesen drei Schritte Punkteplan in dieser Weise so nicht gibt. Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir uns selbst zum Opfer unserer eigenen Schöpfung gemacht haben. Es gibt keine Erfahrung, die in irgendeiner Weise Macht über dich hat, außer du gibst ihm die Macht. Und immer wenn wir etwas erleben, dann erleben wir es, weil wir es so gewollt haben. Und in der radikalen Ehrlichkeit zu sein, dass das, was wir gerade erfahren, das ist, was ich in irgendeiner Weise unbewusst erschaffen habe, das gibt uns die Verantwortung zurück, unsere Schöpfung umzustrukturieren. Vielleicht gehen wir es von dieser Weise an. Und dann stückweise, ne, ganz langsam, ganz achtsam, wie in Zeitlupe, alles, was innerlich passiert, einmal auf Stopp drücken, die Schnelligkeit rausnehmen. Das Ego ist immer ganz schnell in allen Sachen. Wenn wir das Ganze in Zeitlupe betrachten,
dann nimmt das die Sogwirkung raus. In die Natur gehen, lange Spaziergänge, alles, was erdet, viel Wasser dazu nehmen, und aus dem gesamten spirituellen Überbau rauskommen, in das natürliche Leben zurückfinden, wo Spiritualität keine Rolle mehr spielt. Das ist das, was ich gerade wahrnehme zu dem. Dankeschön. Dankeschön, Robin. Danke. Danke für dein Wirken. Dankeschön, liebes Team, was dahinter steht. Vielleicht zum Abschluss. Du sagst ganz häufig, dass dein großes Ziel ist oder ein Ziel ist, dem Leben aus dem Weg zu gehen, sozusagen, dass es durch dich fließen kann. Wie schaffst du es für dich? Mir ganz persönlich sozusagen immer wieder diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich nehme mich jetzt raus und lasse das Leben ganz natürlich sozusagen seinen Lauf wieder nehmen und das vielleicht auch als Abschluss zu dem Thema den Seelenweg ins Fließen bringen, das Leben ins Fließen zu bringen. Wie machst du ganz persönlich diesen Schritt immer wieder hinaus, um es fließen zu lassen? Weil ich weiß, dass es nicht um mich geht. Weil ich weiß, dass ich diese Körperform zum Dienst anbiete. Ich bin nur hier, um zu dienen. Ich stelle das zur Verfügung. Ich halte mich raus. Ich nehme mich nicht wichtig. Es ist nichts. Also von der Persönlichkeit gibt es nichts, was von Bedeutung ist. Da ist nichts wichtig, da ist nichts, was ich in den Vordergrund spielen muss, da ist nichts, was irgendeine Rolle spielen muss. Es ist einfach komplett belanglos, was sich als Stimme der Persönlichkeit hier drin meldet. Es ist wichtig, diese Stimme, wenn sie zu viel Theater macht, an die Seite zu stellen, an den Rand zu stellen und sagen, ja, ist gut, bleib mal kurz still. Der Körper hat eine Aufgabe, nämlich leer zu werden und durchzulassen. So hat es sich aufgeräumt. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für das Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, euch da draußen, ich hoffe, es war was dabei, ja, was sozusagen auch deinen Seelenweg wieder ein bisschen mehr zeigt und ins Fließen bringen kann. Und ja, gute Reise durch die Welten. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke dir.